Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live. 0800 220 5050. So, meine Lieben, Freitagnacht. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Meine Frage, meine obligatorische Frage an euch, über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Also wenn ihr reden wollt, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, dann ruft an. Telefonnummer 0800 220 5050, Faxnummer 0800 220 5051 oder Mailadresse domian@wdr.de. Erster Anrufer heute Nacht ist Mario und Mario ist 36 Jahre alt. Da ist er, ne? Ja, hallo. Ja, schönen guten Morgen. Hallo Mario. Erstmal möchte ich dir sagen, wie gut ich deine Sendung finde. Dankeschön. Und mach weiter so. Ich habe folgendes Problem. Meine Frau hat mir jetzt mittlerweile, haben wir einen Tag weiter, vorgestern offenbart, dass sie von meinem Vater sexuell belästigt wird, aber verbal. Das heißt, meine Frau ist 37, mein Vater ist 67. Ja, was heißt verbal genau? Ja, sie haben sich zum Beispiel jetzt vorgestern getroffen beim Einkaufen, ob gewollt oder ungewollt, ob nachgestellt oder zufällig. Und er hat dann zum Beispiel zu ihr gesagt, ich möchte gerne von dir verführt werden oder ich möchte dich gerne verführen. Im Supermarkt? Ja, gut. Aber es haben sich auch noch ganz andere Sachen abgespielt. Wie ist denn der Kontakt zwischen euch und deinem Vater? Ist das so ein normaler verwandtschaftlicher Kontakt oder eher doch distanziert? Eigentlich so. Seht ihr euch oft? Nee, ist eigentlich ein super Kontakt, habe ich bis jetzt angenommen. Meine Kinder, die, weil wir auch beide berufstätig sind, meine Frau, ab und zu, und dann passt er auch auf die Kinder auf, und ich unternehme auch sehr viel mit meinem Vater und mit den Kindern zusammen. Wir gehen zusammen zum Sport und all solche Geschichten. Also bis jetzt bin ich davon ausgegangen, dass alles Liebe, heile Welt ist, und für mich ist gestern in Anführungszeichen auch eine Welt zusammengebrochen. Also du hast es gestern erfahren. Wie lange läuft das denn schon so, dass dein Vater da Anzüglichkeiten deiner Frau gegenüber äußert? Ja, also meine Frau sagt, es geht jetzt ungefähr seit 4 Jahren. Seit 4 Jahren? Und das erzählt sie dir jetzt erst? Ja, ich muss dazu sagen, meine Mutter ist vor 3 Jahren gestorben. Und ich bin auch Einzelkind. Das heißt, mein Vater hat im Grunde jetzt in Anführungszeichen nur mich. Und ich habe ihn jetzt als direkten Blutsverwandten. Ja gut, das erklärt es ja nicht, warum deine Frau 4 Jahre geschwiegen hat. Ja, aber sie ist mir zuliebe. Sie wollte mir nicht wehtun mit der ganzen Geschichte. Also es war nur verbal bislang. Er hat sie nicht angegrabbelt. Ja, einmal einen Kuss auf den Mund gegeben. Ja. Er sollte ein Kuss auf der Wange werden für meine Frau. Ja. Und dann war sie auch völlig überrascht. Und wie oft kommt das so vor, dass er das macht? Ist unterschiedlich, weil wenn sie die Kinder mal abholt, die letzte Zeit hat sie Angst gehabt, die Kinder abzuholen, weil dann haben die Kinder draußen gespielt und sie hatte dann Angst, alleine bei ihm dann in die Wohnung zu gehen, oder früher hat sie bei ihm auch sauber gemacht, all solche Sachen, und dann da fingen solche Sachen dann auch an. Aber deine Frau ist ja nun eine erwachsene Frau. Ja, richtig. Das ist ja kein kleines, hilfloses Mädel. Wie reagiert sie denn darauf? Wie stellt sie sich ihm gegenüber denn dar? Ja, erstmal total geschockt, ne? Gut, aber man ist nicht 4 Jahre total geschockt. Sie hat es ja nur 4 Jahre auch mitgemacht. Wie reagiert sie auf ihn? Ja, ich meine, mehr ängstlich, ne? Dass sie sich total zurückgezogen hat von ihm. Und mir war immer unklar, warum sie so reagiert. Ja, also sie hat nie mit ihm mal Tacheles geredet. Nein, auf keinen Fall. Sie hat ihn niemals zur Sau gemacht. Ja, gut, das habe ich jetzt gestern gemacht. Gut, also sie hat es nicht gemacht die ganze Zeit. Oder? Nein. Aha, du hast also jetzt deinen Vater angesprochen. Ja. Weil es sind teilweise auch noch andere Geschichten passiert, weil er mischt sich auch ein. Er ist bei meiner Frau zum Beispiel auf der Arbeit aufgetaucht. Und wenn meine Frau mal länger machen musste oder dies oder das, und dann hat er ganz dumm gefragt, ja, wir machen Umfrage, Schnitzeljagd und dies und das, müssen die Mitarbeiter auch mal länger arbeiten und solche Sachen. Ja. Also er versucht dir immer von unserem guten bekannten Verhältnis unterzujubeln, wahrscheinlich um sie unter Druck zu setzen. Ja. So, jetzt hast du mit ihm geredet, von Mann zu Mann. Ja, richtig. Was ist dabei rumgekommen? Ja,
er hat natürlich erstmal alles abgestritten. Ich habe ihm auch offiziell Hilfe angeboten. Und ich sage, Vater, sag ich, wir kommen gut klar, sag ich, wir können über alles reden. Sag ich, wenn du Hilfe brauchst, sag es mir. Sag ich, wir können zum Arzt gehen, wir ziehen alles zusammen durch. Okay, er hat zuerst das abgestritten. Hat das denn dann zugegeben? Nein. Nein, nein. Gar nicht. Überhaupt nicht. Gar nicht. Wurde immer lauter und ich bin immer ganz ruhig geblieben und alles. Ne? Weil er mischt sich auch bei unseren Bekannten ein. Er ruft da auch an, anonym, und sagt, die Männer hätten Verhältnis. Weil er dann auch über die Zeiten teilweise Bescheid weiß, wann die arbeiten. Ja. So, jetzt hast du mit ihm gesprochen. Er streitet es ab. Deine Frau erzählt es dir, dass es seit 4 Jahren so geht. Ja. Was jetzt? Wie soll es weitergehen? Ja, deswegen hoffe ich mir vor dir ein bisschen Hilfe. Ich weiß es auch nicht. Was habt ihr denn in der Familie beraten, also du mit deiner Frau? Ja, ich habe natürlich meine Frau geraten, dass sie sich jetzt erstmal zurückzieht. Aber auch wo ich heute, eher gesagt, jetzt gestern mit meinem Vater gesprochen habe, er ist abgestritten, dann habe ich gesagt, ich kann meine Frau auch sofort holen. Sag ich, wir können jetzt zusammen darüber reden. Ja. Also. Hat er da Angst gekriegt? Ja. Ja. Und er ist auch, vorgestern haben wir uns dann auch gesehen, bei meinem Vater vorher noch. Und meine Frau sagt auch, hast du nicht gemerkt, wie nervös der war? Also der ist richtig nervös, wenn meine Frau nur in der Nähe ist. Ja, jetzt ist wirklich die Überlegung, wie man sich weiter verhält in der nächsten Zeit. Ist der Vater noch so gut dabei und gesund? Ja. Das heißt, man muss also nicht erst groß Rücksicht nehmen aufgrund, dass er irgendwie herzkrank ist oder so etwas. Dass er sich sehr erschreckt oder. Ich meine, ich bin ja jetzt auch mittlerweile über 10 Jahre mit meiner Frau verheiratet. Ne? Also ich will dir sagen, wenn das jetzt wirklich so ist und ich gehe davon aus, dass deine Frau recht hat, dass das seit vier Jahren so geht. Das heißt, es ging schon so, als seine Frau, sprich deine Mutter, noch gelebt hat. Ne? Ja, wenn ich es recht. Richtig, aber auch mittlerweile dann nachher auch schwer krank war. Nun gut, ja. Umso schlimmer. Umso schlimmer. Ja. Ist das so ein Hammer, finde ich, dass man da, ich ging da nicht mit Samthandschuhen ran. Ich würde ihm wirklich klar für die Alternative stellen. Hier, Herr Bursche, gib es zu. Ja. Ich bin bereit, du bist mein Vater, ich bin der einzige Sohn. Ich bin bereit, dir und uns eine Chance zu geben, auch wenn du dir vielleicht helfen lässt von irgendjemandem. Aber komm mir nicht mit Abstreiten. Wenn du abstreitest, ist unser Kontakt tot. Ja, mit meiner Frau machst du das nicht weiter. Richtig, mehr oder weniger habe ich ja so zu ihm gesagt, dass dann der Kontakt vorbei ist. Ja. Habe ich immer. Nur in Anführungszeichen, er war schon immer ein Sturkopf, auch bei Diskussionen. Er hat nie zugegeben, dass er Unrecht hat. Dann wird er in so eine Situation mit Sicherheit nie zugeben. Und zum Beispiel, ich kann dir noch eine Sache. Und er würde auch riskieren, dass der Kontakt dann zu euch kaputt ist. Ja, klar, sicher. Ja. Ich würde die Sache auch voll durchziehen. Nur meine Frau tut mir im Grunde auch leid, weil ich sie auch in Frage gestellt habe. Jetzt mit Fremdgehen und dies und das, wenn einem immer das so in den Kopf gesetzt wird. Also welche Kritik ich an deine Frau, an deine Frau gerichtet nur habe, ist, warum, was ich gerade schon gesagt habe, hat sie 4 Jahre geschwiegen. Ja, aus Rücksicht auf dich, aber komm, das finde ich nicht in Ordnung. Das ist zu lange. Das ist wirklich zu lange. Das habe ich ihr auch gesagt. Aber nun ist es passiert und nun ist die Sache verfahren. Das heißt, es geht nur weiter mit einer wirklich guten Klärung. Und die gute Klärung kann nur heißen, dass er es zugibt und sich entschuldigt. Ja, richtig. Und wenn er ein Sturkopf ist und das nicht tut, heißt die gute Klärung erstmal völlige Distanz. Ich ging auf völlige Distanz. Ja. Ich würde da kein Wenn und Aber zulassen, auch wenn es der eigene Vater wäre. Wenn der eigene Vater sowas mit meiner Frau macht, über 4 Jahre, ist Schluss, basta, gibt's keine Diskussion. Ja, klar, weil ich habe ja auch Angst, meine Kinder dann irgendwann dahin zu schicken oder so. Das gehört ja und kommt ja auch noch dazu. Und man muss sich das vorstellen, deine Mutter lag quasi im Sterben und da hat er das schon angefangen. Ja, klar, bei diversen Fäden, so kleine Sticheleien. So. Ja, und an dem Wahrheitsgehalt zweifelst du überhaupt nicht. Du glaubst deiner Frau und du siehst auch die ganzen anderen Sachen, die du gerade beschrieben hast, das ist so. Gar nicht. Ich habe teilweise, sag ich mal, auch kurz gezweifelt. Aber ich bin heute zum Beispiel auch zur Arbeit hingefahren, zu dem Chef, weil ich ihn auch gut kenne, und habe unter dem Vorwand gesagt, zeig mir doch mal die Stundenzettel von meiner Frau, sag ich, muss da was nachgucken. So, und dann habe ich kontrolliert und die Stunden stimmen auch, wo sie länger gearbeitet hat und dies und das. Und ich kann dir auch zum Beispiel eine Story erzählen, sie hat bei ihm geputzt. Und dann hat er zu ihr den Daumen zwischen Mittelfinger und Zeigefinger so gemacht und hat gelächelt. Und dann hat er zu ihr gesagt, du hast mich doch zurück angelächelt. Also quasi als, du hast Bock auf mich. Gut, das erzählt deine Frau.
Ja, hat sie mir erzählt, ja. Vielleicht wäre es ja doch gar nicht so falsch, die beiden mal gegenüberzustellen und dann wirst du schon auch beobachten können, wie der eine und die andere reagiert und wie sich das alles ergibt. Deine Frau ist bereit dazu. Ja, klar, ja. Ich hätte sie ja heute schon geholt. Ja. Also, das ist meine Maßgabe, das wäre meine Idee und meine Vorgehensweise, Mario, in dem Fall. Ja. Vielleicht ja. auch eine Gegenüberstellung nochmal. Treib's ruhig auf die Spitze. Ja. Vielleicht kann man so auch, indem man das jetzt wirklich so hart rangeht, vielleicht kann man da auch noch letztendlich was retten. Weil er stellt ja auch immer nach. Er sagt ja immer, ich möchte dich mal alleine sprechen. Gut, das Problem habe ich verstanden. Also jetzt muss klar und scharf gehandelt werden, finde ich. Ja. Okay? Ja. Alles Gute, Mario. Okay, danke. Tschüss. Schönen Tag noch. Jo. Tschüss. So, ihr Lieben, 0800 220 5050, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über was, dann ruft an. Jetzt ist Maria hier, die ist auch 36. Ja, die ist auch 36. Hallo. Ja, hallo Domian. Hallo Maria. Ah, ich bin jetzt aufgeregt. Leg mal einfach los. Um was geht's denn? Sag mal so ein paar Stichworte. Mein Thema ist Übergewicht und Übergewicht hat mein Leben zerstört. Du bist übergewichtig. Ja, ich bin eben schon gefragt worden, wie viel ich wiege. Frage ich dich jetzt auch. Ich kann es nicht sagen. Ich wiege schätzungsweise 250 Kilogramm aufwärts. Wow. Ich gehöre also zu dieser Gruppe, die irgendwann mal in den Medien erscheint, die wahrscheinlich irgendwann mal mit Krähen und Sonstiges aus ihrer Wohnung geholt werden, 250, wenn mal irgendwas anliegt. 250 Kilo. Aufwärts. Es ist sogar teilweise dazu mit 350 Kilo geschätzt da. Aber das sind nur Schätzungen. Ich das heißt, du kannst dich ja gar nicht. Du lebst in einer Wohnung? Ja, ich habe. Kommst da gar nicht raus? In der Wohnung, liege in meinem Bett und komme gar nicht mehr groß raus. Das heißt, du kannst, also die Wohnung habe ich schon seit 5 Jahren nicht mehr verlassen. Das heißt, vor 3 Jahren war ich mal zeitig für 4 Tage im Krankenhaus. Da hat man mich dann mit einem LKW von der Feuerwehr abgeholt und ein Krankenhausbett. Das heißt, du kannst dich in der Wohnung auch gar nicht wiegen? Das geht gar nicht? Nein. Nee. Nein. Wie geht da? Du liegst jetzt im Moment, während wir telefonieren, auch im Bett. Ja, genau. Ja? Kannst du denn zur Toilette noch gehen? Nein. Wie machst du das? Ich habe hier Toiletteneimer und so weiter stehen. Also quasi wie so eine Pfanne im Bett, im Krankenhaus? Genau, richtig. Ja. Das heißt, da ist auch jemand, der dich ein bisschen betreut? Und Nein, ich bin alleine. Ich habe tagsüber morgens und abends kommt der Pflegedienst und... Ja. Den Rest der Zeit bin ich alleine. Ja. Jetzt muss ich dich fragen. Maria, jetzt muss ich dich fragen. Du bist eine relativ junge Frau von 36 Jahren. Wie lange bist du schon so übergewichtig? Ich habe das Übergewicht ich habe seit frühester Kindheit damit zu tun. Mhm. Es fing eben an, ich habe als kleines Kind schon, war ich früh pummelig. Das hat sich hingezogen in der Schulzeit durch viele Hänseleien, hat sich mein Leben so entwickelt. Durch diese vielen Hänseleien habe ich Frustfressen gemacht. Mhm. Ich habe da niemanden gehabt, mit dem ich reden konnte, der mich quasi unterstützt hat, dass ich das Ganze im Griff kriegen konnte. Es ist so ausgeartet, es ist halt so gekommen. Es hat mich mein ganzes Leben über bis jetzt begleitet. So, das heißt, als junge Frau, als Jugendliche, so mit 17, 18, 19, warst du schon richtig dick? Ich war schon richtig dick. Ich habe mit 13 Jahren schon 130 Kilo gewogen. Oh ja. Mhm. Hast du überhaupt mal... Ich habe dreimal in so psychosomatischen Fachkliniken verbracht. Einmal für 9 Monate, da habe ich über 50 Kilo abgenommen, war wunderbar. Mhm. Bin wieder nach Hause gekommen ins alte Umfeld. Mhm. Und dort ist alles wieder zunichte geworden. Ja. Das heißt, du hast im Klartext gesprochen. Du hast in deinem erwachsenen Leben... in deiner Erwachsenenzeit noch nie ein normales Leben geführt? Nein. Keinen Beruf ausgeübt, nichts gelernt? Ich habe nur in Behindertenwerkstätten gearbeitet. Ich habe in einem Reha-Zentrum für Körperbehinderte, hatte ich einmal eine Ausbildung angefangen. Ja. Die hat man mir dann auch kaputt da ging es dann auch um dieses Übergewicht, um dieses, weil ich diese Probleme dann schon hatte. Mhm. Wie gesagt, ich habe diesen Vertrag nur bekommen damals mit Auflagen, die habe ich dann nicht mehr erfüllen können. Ja. Jetzt sagen und wir noch, musste ich die Ausbildung abbrechen. Jetzt sagen wir nochmal, 250 Kilo, du bist bettlägerig, schon seit sehr langer Zeit, wie du gerade gesagt hast. Gibt es Freunde? Nein. Du bist ganz alleine. Für mich war ja nie eigentlich ein Thema ein Freund und so weiter. Mhm. Es war für mich eigentlich erledigt.
Jetzt habe ich vor 10 Jahren noch eine Lympherkrankung dazu bekommen, die sich noch herausgestellt hat. Ich habe also auch Wassereinlagerungen im Körper, dadurch jetzt auch noch bedingt dieses viel Übergewicht. Ja. Ich habe also diese bei den Frauen die typischen Reiterhosen, wo ich so richtig dicke Auswürzungen an den Seiten habe. Ich kann also nicht mehr vernünftig durch die Tür gehen. Ich muss also irgendwie seitwärts gehen oder sonst was, damit ich durchkomme. Das ist ja eine Frage. Du kannst schon mit großer Mühe ein bisschen gehen. Ja, ein paar Wie viel machst du das am Tag? Stehst du auf? Versuchst du aufzustehen? Also, ja, immer dann, wenn ich mal zur Toilette muss. Dann gab es Zeiten, wo ich auch mal rübergegangen bin in mein Wohnzimmer. Ich habe ja hier eine Wohnung. Aber du hast ja gerade gesagt, dass du nicht zur Toilette gehst, kaum mehr. Nein, ich meine Toiletteneimer und die, hier im Zimmer praktisch. Wo, aber ich muss ja raus aus dem Bett und es ist nicht so wie im Krankenhaus mit einer, weil ich muss mich ja auch hoch. Ja. Ich kann das jetzt hier so schlecht am Telefon jetzt so erklären. Ja, ist klar, das kann man sich auch schon so grob vorstellen. Ich will mir nur so ein Bild machen von dem, wie du so lebst. Das heißt, auf der einen Seite auch völlig einsam. Es gibt keine Menschen um dich herum. Nein, das Einzige, was ich, wie gesagt, diese 2 Stunden am Tag, eine halbe Stunde abends, morgens 1,5 Stunden. Die Betreuer kommen. Die vom Pflegedienst, genau, die dann hier jetzt die Waschaktion bei mir machen. Ich kann ja auf gut Deutsch gesagt noch nicht mal mehr auf gut Deutsch gesagt ein Po abwischen selber, das schaffe ich nicht. Ja. Da brauche ich jemanden zu. Maria, den ganzen Tag im Bett liegen quasi. Ja. Was machst du da? Ich mache Handarbeiten oder Bastelarbeiten, die ich hier auf dem Bett machen kann. Und das Ganze, den ganzen Tag über läuft das Fernsehen. Ich gucke natürlich nicht immer so hin, aber damit Menschen um mich rum sind, ich gucke mir Sendungen fern, also du bist die Sendung an, damit ich ein bisschen Leben mit teilhaben kann. Damit ich überhaupt noch weiß, was draußen in der Weltgeschichte abgeht. Wie ist es denn mit dem Essen? Isst du zurzeit auch noch sehr viel? Nein, ich esse nicht mehr sehr viel. Ich sage nicht, dass ich das Richtige esse, weil ich muss irgendwie mich so ich kann mir ja selber nichts kochen. Ich muss bin auf diesen Pflegedienst, wie gesagt, angewiesen. Ja. Da muss ich manchmal, machen wir was schnelle Sachen. Ja. Ich esse auch mal hin und wieder Süßigkeiten, aber alles in Maßen. Also das heißt eigentlich würde, wenn ein normaler Mensch, also wenn ich jetzt, ich bin ja relativ dünn, wenn ich das essen würde, was du isst, dann würde man nicht großartig dick von. Nicht unbedingt. Ja. Also ich sag, wie gesagt, mein Problem ist, ich bin nicht so ein Salatesser, sag ich mal so. Ich guck schon, dass ich Gemüse, Obst und so. Aber es ist eben nicht so das Vorwiegende, was ich gucke. Jetzt sagst du mir nochmal, wie lange, du hast es gerade am Anfang schon gesagt, wie lange du das Haus, sprich deine Wohnung, nicht verlassen hast. Seit 5 Jahren. 5 Jahren, das ist ja eine unglaubliche Zeit. Beziehungsweise die 4 Tage abgesehen. Aber da war ich ja nicht draußen, da war ich ja nur im Krankenhaus. So, Maria, wie stellst du dir deine Zukunft vor? Das weiß ich auch nicht. Ich habe durch diese ganze Lympherkrankung, die sich weiterhin verschlechtert hatte, es fing vor 5 Jahren an mit einer Unterleibsgeschichte, wo ich dann nicht mehr raus konnte, weil ich starke Blutungen hatte. Ich habe, Darf ich mal kurz noch mal fragen, abgesehen von dieser Lympherkrankung, die ja nun wirklich auch nicht runter zu spielen ist, bist du denn sonst gesund oder kränkelst du, Nee, ich kränke mich auch jetzt wieder zur Zeit. Also ich habe dauernd irgendwelche Wundrosen, das fängt dann damit an, so ganz, also ohne große Vorankündigung kriege ich irgendwann Schüttelfrost, hab dann meine 40, 41, 5 Fieber. Ja. Wenn man das hört, will ich dir sagen, wenn man das alles so hört, da kommt mir so in den Gedanken, Mensch, die Maria müsste jetzt einen ganz radikalen Schnitt machen. Sie müsste sich mit dem Kran aus der Wohnung rausriefen lassen und noch mal in die Klinik und wirklich mit allem Möglichen, was nur zu machen ist. Ja, das Schönste ist, ich hatte ja diese Hoffnung auch gehabt, hatte auch die Hoffnung wieder mit einer Fachklinik für diese Lymphgeschichte, weil dieses, ich finde, das ist das A und O an dieser ganzen Sache, weil meine Beine sind ziemlich dick, prall jetzt durch diese ganzen Wassereinlagerungen. Ja. Ich konnte mich ja vorher doch noch anders bewegen, wenigstens hier in der Wohnung. Ja. Da war ich auch in der Lage, noch wenigstens bis zum Auto zu gehen oder sonst. Ja. Ich konnte zwar nicht ins Auto einsteigen. Hattest du denn was in Aussicht, dass es wieder klappt mit einer Klinik?
Nee, eben nicht. Das heißt, ich habe eine amtliche Betreuerin, die ich mir damals organisiert habe, weil ich ja jemanden brauchte für meine amtlichen Wege, um jetzt Gerangänge zu erledigen. Aber das muss man dann in die Wege leiten, dass du ins Krankenhaus kommst. Ich habe eine Betreuerin, die ist so herzensgut, die Frau, die sagt mir die ganzen Wochen schon und ewig, sagt die mir, was, wieso, weshalb, warum ich keine Hilfe mehr erwarten kann, wieso mir die Krankenkasse alles verweigert, der Rententräger hat abgelehnt, die Fachklinik. Das ist unglaublich. Der Arzt hat gesagt, es hat keinen, also Ärzte war nicht mit den Worten gesagt, aber er hat mir irgendwann mal gesagt, ja, durch diese ganzen neuen Gesundheitsreformen und was da jetzt ist, das wäre alles nicht mehr so wie vor 10 Jahren. Also so geht das ja nicht. Das heißt, ich habe die Kraft nicht gehabt, bisher dagegen anzukommen. Ja. Und das heißt, man will dich da sterben lassen in der Wohnung, oder ja, was? Ja, auf gut Deutsch gesagt, so sehe ich das. Mhm. Und du brauchst dringend Hilfe. Weil es, und du willst die Hilfe sagen ja alle, die gehen alle auf dieses Über... Ist klar, natürlich das Übergewicht. Ich will ja auch machen, bloß hat zwar meine Betreuerin mir mal gesagt, ja, die Krankenkasse hat gesagt, das Einzige, was sie mir noch anbieten können, ist den Pflegedienst zu schulen, dass er mich hier dementsprechend... Pass auf, Vorschlag von meiner Seite. Im kleinen Rahmen können wir immer so ein kleines bisschen was bewegen und anstoßen, im kleinen Rahmen. Ich verspreche dir jetzt, dass wir diesen kleinen Rahmen ausschöpfen werden, um dir zu helfen. Ich weiß nicht, wie das gehen soll, aber das ist mir ein Unding, dass da eine Frau mit 250 Kilo zu Hause liegt und da sterben soll und sich niemand darum kümmert. Ja, das verstehe ich nicht. Vorher, weil ich angeblich... Okay, musst du mir mal erklären. Angeblich, ich habe ja auch schon einiges hinter mir. Ja. Ich sage, mit diesen psychosomatischen Fachkliniken, das war in... Pass mal auf, Maria, ich mache folgenden Vorschlag. Ich stehe jetzt im Wort bei dir mit dem. Ja. Jetzt wirst du auflegen und wir rufen dich gleich nochmal an. Das heißt, Elke ruft dich an. Wenn du meine Sendung kennst, weißt du, wer Elke ist. Elke ist meine Psychologin. Ja. Der wirst du jetzt noch diese ganzen Einzelheiten erzählen, die da schon gelaufen sind. Ja. Und dann verspreche ich dir, dass wir in Kontakt bleiben und dass wir versuchen, etwas zu unternehmen. Ja, so machen wir das. Jetzt legst du auf und die Elke ruft dich gleich an. Ja, ist gut. Okay, Dank, Maria. Tschüss. Gut, vielen Dank. Tschüss. Das ist ja unglaublich. Das ist ja wirklich unglaublich. Thomas, 23 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Thomas. Oh, hallo. Du klingst aber sehr traurig. Nee, ich klinge nicht traurig. Ich muss leise sprechen. Ach so, leise. Ja, und zwar ist es so, ich sitze zurzeit im Gefängnis. Mhm. Und ich bin unschuldig verurteilt worden. Zu 7 Jahre Haft. 7 Jahre Haft? Ja. Was wirft man dir vor, von dem Totschlag. Du sagst... Und du sagst, du hast es nicht getan. Ich habe es nicht getan, Totschlag. Was war das für eine Tat, die man dir vorwirft, genau? Ja, es war so, ich habe mich mit meiner Freundin gestritten, abends mal. Und dann bin ich einfach gegangen, habe mich ins Auto gesetzt und bin stundenlang gefahren und gefahren. Und dann bin ich irgendwann abends, dann bis nachts zu meinen Eltern gefahren. Und dann stand da schon die Polizei und meinte, wir müssen sie mitnehmen wegen Totschlages. Wer ist denn erschlagen worden? Meine Freundin. Und da du mit dem Auto rumgefahren bist, hast du kein Alibi? Genau. Und ihr hattet Streit vorher? Ja, und die Nachbarn haben das mitbekommen und haben dann halt auch vor Gericht gegen mich ausgesagt. Und dadurch kam es halt dazu, dass ich zu 7 Jahren Haft verurteilt worden bin. Wie lange sitzt du jetzt schon? Ein Jahr. Ein Jahr. Ja. Ohne jetzt einen Namen zu nennen, hast du denn irgendeine Idee, wer es deiner Auffassung nach gewesen ist? Nein. Meine Freundin hat als Polizistin gearbeitet, hatte dadurch viele Feinde. Aber all die Leute, die sie als Feinde hatten, saßen entweder im Knast oder sind halt schon verstorben. Ist sie im wahrsten Sinne des Wortes erschlagen worden? Ja, mit dem Hammer. Mit dem Hammer? Ja. Ich wusste also erst gar nichts, wie das passiert ist, was da passiert ist. Das hat man mir alles erst vor Gericht gesagt. Und da du keine Beweise hattest, kein Alibi hattest, war es dann irgendwann für das Gericht klar, dass du es warst. Du konntest es nur gewesen sein, aufgrund der Aussagen auch der Nachbarschaft. Gab es denn Fingerabdrücke an dem? Nee, das war es. Es gab keine Fingerabdrücke, keine Einbruchspuren, nichts. Wo ist sie erschlagen worden? In unserer Wohnung.
In der Wohnung. Mhm. Wo, also jetzt gehe ich mal davon aus, dass du mir die Wahrheit sagst. Ja, natürlich. Diese stelle ich mir unglaublich schlimm vor. Zu Unrecht wegen einer solchen Tat im Knast zu sitzen. Und dann geht es auch noch um die eigene Freundin, ja, dessen Tod man ja auch dann noch zu betrauern hat. Ja. Ich habe sie geliebt und wir hatten einen kleinen Streit. Es ging ums Auto im Prinzip nur. Und deswegen werde ich bestimmt nicht meine Freundin erschlagen. Wie war denn dein Leben vorher? Ja, ich hab als Techniker gearbeitet. Warst du vorbestraft? Nein. Gar nichts. Bist nie auffällig gewesen? Nein, gar nichts. Mhm. Da muss doch für dich dann eine absolut ganze Welt zusammengebrochen sein. Ja, ist auch. Ich war völlig am Ende. Ich war auch hier im Gefängnis in psychologischer Behandlung. Und ich bin immer noch halt in psychologischer Behandlung. Und es hilft nichts. Ich bin immer noch am Boden zerstört. Ich weiß auch nicht, wie man sowas behaupten kann von einem Menschen. Gibt es denn Menschen, die zu dir stehen? Also beispielsweise deine Eltern? Nee, nur mein Pflegebruder. Deine Eltern nicht? Nein. Die haben gesagt, wie konntest du das so tun? Also selbst die glauben das? Ja. Dann will ich gar nicht fragen, was die Schwiegereltern glauben. Die glauben das auch. Natürlich, natürlich. Also ist der einzige Mensch, der noch zu dir steht, dein Pflegebruder? Ja. Mhm. Genau. Und ansonsten meine Freunde, beziehungsweise meine angeblichen Freunde stehen auch nicht hinter mir, gar keiner. Ja, die sind wahrscheinlich jetzt alle weg schon, ne? Nachdem du ein Jahr im Knast bereits bist. Ja, natürlich. Ja. Wie ist denn das im Knast eigentlich mit den anderen Jungs? Glauben die dir das oder sagen die, oh, komm, hör auf mit der Geschichte? Ja, es ist also, ich habe ja meine Probleme, weil ich ja angeblich eine Frau erschlagen habe. Und Frauen wie Missbrauch oder Vergewaltigung oder sonstiges, überhaupt was sie mit Frauen zu tun hat man es im Gefängnis hier sehr, sehr schwer. Ja, oder mit Kindern. Ja, oder genau, Kinder. Das heißt, du bist jetzt im Gefängnis auch in einer Außenseiterrolle und ja, da geht's dir also innerhalb dieser Gefängnishierarchie nur auch nicht gerade rosig. Nein, nein, überhaupt nicht. Ich wurde schon mehrmals zusammengeschlagen und ich bin der Buhmann und also. Wie geht man denn nur? Ich setze immer noch mal voraus, ich glaube dir. Ja. Ich kann sie beurteilen, ich kenne den Fall nicht, aber ich glaube dir jetzt einfach mal. Du rufst mich an und ja. Ich finde dich schon sympathisch, wie du so rüberkommst als Typ, aber ich kann deine Tat nicht beurteilen, aber ich glaube dir jetzt mal. Ja. Wie geht man denn mit so einem Unglück um? Schwer. Es ist einfach alles so schwer. Man weiß nicht mehr, was man glauben soll, man weiß nicht mehr, was man denken soll. Man weiß nichts mehr. Eigentlich denkt man nur, das ist ein Albtraum, wacht gleich auf, aber man wird und wird nicht wach. Und noch 6 Jahre vor sich zu haben, ist ja eine Unendlichkeit. Ja, natürlich. Und ich sitze auf der Einzelzelle. So wie es aussieht, wird es auch so bleiben. Aber das ist ja vielleicht ganz gut sogar in deinem Fall, oder? Ja. Mhm. Aber ich hätte lieber jemanden, der mich dann irgendwie ärgert oder so, anstatt hier alleine mit meinen Gedanken mich tot zu quälen quasi. Gab es Überlegungen, dass du dir das Leben nehmen wolltest? Ja. Hatte ich. Ich habe gedacht, das darf alles nie wahr sein. Erst die Freundin, jetzt mein ganzes Leben und am liebsten einen Strick neben mich hängen oder sonst irgendwie. Ich weiß, dass man das wahrscheinlich vielleicht gar nicht so miteinander vergleichen kann, aber ich will es dich trotzdem fragen. Was wog denn in der ersten Zeit schwerer? Die Trauer und die Verzweiflung darüber, dass die Freundin so brutal ins Leben gekommen ist, oder das Unrecht, was man dir angetan hat? Meine Freundin. Also das war für mich an erster Stelle. Ich bin halt auch so ein Mensch, der erst an die anderen denkt und dann an sich selber. Und das war für mich von vornherein an erster Stelle. Da gab es überhaupt nichts zu überlegen. Du telefonierst jetzt heimlich? Ja. Mit einem Mobiltelefon? Ja. Wie bist du an das Ding gekommen? Durch meinen Pflegebruder, der arbeitet hier. Was denn? Und dadurch, dass mein Pflegebruder ist, können sie halt nicht sagen, das ist mein Bruder, der darf hier nicht arbeiten. Also der arbeitet im Knast? Ja. Zufälligerweise gerade in dem Knast, wo du bist? Ja. Das ist aber ein irrer Zufall, oder? Ja, aber das ist auch der Einzige, der hier in der Umgebung ist. Ja. Von daher
hatte ich Glück, dass ich hierhin gekommen bin. Ich war erst woanders im Gefängnis noch und dann wurde ich hierhin verlegt und dann kam ich an dieses Mobiltelefon. Also ich muss sagen, ich finde dich dennoch erstaunlich stabil für das, wenn es denn stimmt, für das, was du mitmachst, was dahinter, was schon hinter dir liegt. Ich glaube, ich könnte gar nicht mehr sprechen, wenn ich du wäre. Ich weiß es nicht, man kann darüber nicht eine Aussage machen. Nee, es ist halt, ich sag mal so, ich kann darüber sprechen, es fällt mir aber sehr, sehr, sehr schwer. Mhm. Gibt es denn irgendeine Hoffnung, dass man das vielleicht nochmal aufrollen könnte, dass es nochmal einfach gar nichts? Gar nichts. Mhm. Was sind denn, bist du schon so stabil wieder, dass du über Pläne nachdenkst, was passieren könnte, wenn Nein. Ich denke eigentlich immer nur daran, wer war das und warum und ich sitze hier eigentlich und am liebsten würde ich draußen sein und suchen und machen und tun und alles dafür geben, dass derjenige zur Rechenschaft gezogen wird, der es wirklich getan hat. Ist das ein Plan, dass wenn ich rauskomme in 6 Jahren, dann suche ich den Mörder meiner Freundin? Ich weiß es nicht. Weil ich dann Angst habe, dass ich wieder zurückfalle. Mhm. Dass ich dann wieder in Depressionen falle oder und. Du hast einen richtigen, du bist Techniker, sagst du, einen richtigen Beruf gelernt. Ja. Ja. Also ich mache Maschinentechnik. Mhm. Ja. Ja. Du sitzt den ganzen Tag in der Einzelzelle. Ja. Was machst du da? Ich habe einen Fernsehen hier. Ach, das darfst du. Ja, das darf ich. Fernsehen darf ich haben. Ich gucke Fernsehen. Wir haben hier ein Radio. Mhm. Das läuft bis 3 Uhr. Zum Glück kann ich dich dann immer hören. Und ansonsten ist hier nichts. Ja. Ansonsten bin ich allein mir um meinen Gedanken. Ja. Bist du denn im Moment immer noch in psychologischer Betreuung im Knast? Ja. 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 Glaubt der Psychologe dir? Er gibt mir das Gefühl. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass es mir selbst, dass es glaubt. Ich glaube, dass er das auch gar nicht beurteilen darf oder kann oder wie auch immer. Nee, eine Aussage wird er nicht machen dürfen, aber man hat ja so ein Gefühl vielleicht nach einer gewissen Zeit schon, wie jemand so tickt, mit dem man redet. Ja. Also er gibt mir halt das Gefühl und ich glaube aber nicht, dass er es glaubt oder ich weiß eigentlich gar nicht. Also Thomas, wenn das wirklich stimmt, tut mir das unglaublich leid, was dir da passiert. Ich finde das unglaublich. Mir fehlen die Worte für das, was du da ertragen musst. Mir fehlen wirklich die Worte. Dankeschön. Also, ja, mir auch im Prinzip. Und da gibt es auch im Moment den einzigen Trost ist nur, dass ich dir sagen kann, halt durch, versuche doch in die Zukunft zu schauen und dann ist dir ein ungeheures Unrecht widerfahren. Aber schmeiß nicht dann ein eigenes Leben noch weg. Das darf nicht sein. Ja, das höre ich immer wieder von dem Psychologen. Mhm. Aber im tiefen im Inneren denkt man dann, wofür lebt man noch? Ja. Das kann ich auch verstehen und so würde es mir auch gehen, muss ich dir auch ehrlich sagen. Ja. Jetzt reden wir schon ziemlich lange hier in der Sendung. Und das hat natürlich so seinen Zeitrahmen. Darf ich dir denn noch ein Gespräch mit Elke anbieten? Jetzt im Anschluss? Natürlich. Also ich sag's nochmal, dass ich es einen ungeheuren Fall finde und wenn du mich nicht belogen hast, sind meine Gedanken, meine Gefühle wirklich vollkommen bei dir. Ja, alles klar. Alles Gute, Thomas. Wir rufen dann gleich nochmal zurück, okay? Ja, und du hast eine super Sendung. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Sandra, 22 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Sandra. Hallo. Über was unterhalten wir beide uns? Ich habe halt ein Geheimnis und darüber wollte ich mal sprechen, wo keiner von weiß, außer mein Freund. Du hast ein Geheimnis, das hört sich immer sehr spannend an. Ja. Aber, ich bin ein bisschen aufgeregt. Aber einer weiß es, der Freund. Genau, einer ist halt der Einzige, der es weiß, das ist mein Freund. Ein Mensch bisher weiß es. Genau, und sonst niemand. Und er findet es auch okay, dass ich es mache. Und jetzt habe ich die große Ehre, erstmal der Zweite zu werden. Ja. Und all die anderen, die jetzt zuhören, die hören im Moment weg. Genau, ich hoffe, dass man mich nicht erkennt. Ja, und zwar mein Geheimnis ist, ich ziehe mich im Internet aus. Du ziehst dich im Internet aus? Genau, für Geld. Für Geld? Genau, also bei der Cam-Seite. Vor so einer Webcam. Genau. Ja.
und bedienst dann die die Chatter, die sagen hier, mach dir mal genau. Die Beine breit oder zieh mir das Höschen so aus, ne? Die geben irgendwie Anweisungen. Genau, richtig so. Du ziehst. Also es macht mir auch Spaß. Ja. Wie lange machst du das schon? 8 Monate. Ja. Du machst das dann, das kann man zu Hause machen, ne? Genau, ich mach das von zu Hause aus. Ich habe im Keller halt meinen Computer so eingerichtet und ja. Dann mache ich das halt. Weil ich habe auch eine Tochter, dass sie das nicht mitkriegt und so. Die schläft abends und ich mache das dann ab 23 Uhr. Ja, und das läuft dann über so eine 0190er-Nummer oder wie geht das? Nee, die Männer müssen Überweisung machen. Kreditkarte, glaube ich. Ach so geht das. Die müssen mal Geld überweisen oder können auch über Telefoneinwählung reinkommen. Ja. Weil ich bin halt nicht nur auf einer Seite, ich bin auf mehrere Seiten. Ja, also man überweist vorher Geld und dann darf man dich sehen, oder wie geht das? Genau, die müssen halt ihre Kontonummer eingeben und dann können die mich sehen. Und woher weißt du, ob das die Kontonummer stimmt? Ich weiß nicht, das wird irgendwie geprüft, ich weiß auch nicht genau. Okay, also das läuft das irgendwie mit dem Geld, das läuft so. Genau, ja. Oder halt übers Telefon können die rein, wenn die 090 anwählen. Ja, und das Geld kriegst du dann allein oder musst du das mit irgendeinem Anbieter tauschen? Das muss ich natürlich teilen, ich krieg 25% nur. Oh, das ist nicht viel. Aber ist es letztendlich dann vielleicht doch viel? Was kommt denn an so einem Abend raus, wenn du, sagen wir mal, 4 Stunden vor der Cam gesessen hast? Ungefähr 4 Stunden. Was kommt da rum? Also ich sag mal so, es läuft nicht mehr so wie damals. Also vor ein paar Monaten lief es noch besser. Ich denke, es sind so viele auf dem Markt jetzt, letzte Zeit. Und jetzt verdient man vielleicht am Abend 100 Euro, 200 Euro. Und wie viele Stunden, was heißt denn ein Abend, wie viele Stunden ist man dann dabei? Wie viele Stunden bin ich dabei? Ich bin ungefähr, so 3-4 Stunden mache ich das. Achso, ja, dann ist es so ein Bombenverdienst. Ist okay, aber es ist so ein Bombenverdienst auch nicht. Ja. Ja. Es war mal besser. Also, du ziehst dich aus vor der Cam, strippst vor der Cam. Genau. Wie weit geht es? Masturbierst du auch? Ja, ist auch schon vorgekommen. Ist auch schon vorgekommen. Das heißt, irgendjemand sagt, ich fände es ganz schön, Sandra oder Chantal oder wie immer du da heißt dann auch. Mach mal diesen hier. Nee, ich gehe schon unter den Namen Sandra rein. Achso, du gehst unter Sandra rein. Ja. Genau. Und wo ist deine Grenze? Was machst du nicht? Was ich nicht mache? Ja, zum Beispiel NS, also irgendwie viele mögen halt, mit Pissspiele halt. Also Entschuldigung, dass ich das jetzt so sagen muss. Ja. Genau. Spiele mit Pipi. Okay, genau. Mit Pipi halt. Ich spiele sowas mache ich halt nicht. Oder AA-Spiele, das ist auch nichts für mich. Oder jetzt einen Vibrator im Arsch schieben oder so. Ja. In den Popo. Entschuldigung. Ja. Man kann da alles ein bisschen netter ausdrücken. Das nicht. Ja. Ja. Nee, das mache ich nicht. Macht dich das auch ein bisschen an, wenn du da vor der Cam... Du hast ja das gleiche Gefühl, so wie ich jetzt auch hier im Moment. Ich gucke ja hier auch in eine Kamera rein. Und das Gefühl kennst du dann ja auch. Genau. Nur, dass ich mich hier nicht ausziehe. Ne? Aber das turnt dich schon ein bisschen an, wenn du dann nackt vor der Cam liegst und du weißt, da sind sehr viele Männer, die gucken sich das an und die... Ja, es macht mir Spaß. Also ich zeig mich sowieso gerne, weil ich auch gerne auf Parkplätze und sowas fahre und dann auch Realsex habe. Eine Exhibitionistin. Ja, kann man so sagen. So, jetzt ist ja wirklich spannend, es weiß niemand, aber der Freund weiß es. Genau. Weiß er es von Anfang an? Er weiß es von Anfang an. Das heißt, du hast 3 Jahre zusammen und er weiß es von Anfang an, wohnen auch zusammen. Er ist auch der Vater von deinem Kind? Genau. Ja, und für ihn ist es okay. Er hat gesagt, okay Sandra, kannst du machen, ist leicht verdientes Geld nebenher, kein Problem. Genau, das ist kein Thema. Ist er dann schon mal mit dabei in dem Raum, ohne sichtbar zu sein in der Cam, dass er schon mal irgendwie so am Rand steht? Ja. Das ist auch schon länger her, da haben wir es mal zusammen vor der Cam gemacht. Ach. Aber ist nicht so sein Ding, oder wie? Doch. Würde ich doch sagen. Doch. Aber halt viele Männer wollen das nicht sehen. Aber die wollen halt nur mich alleine sehen und manche Männer sind halt wieder so und andere Männer wieder so. Ja, es gibt ja sicher auch einen Markt dafür, dass man Paare sich anguckt. Genau, aber das läuft halt nicht so gut. Da sind halt ab und zu mal welche reingekommen, aber es ist nicht so der Hit. Im normalen Leben bist du auch Mutter von einem kleinen Mädel. Mädel ist es, ne? Genau, 2 Jahre. 2 Jahre. Ne? Und hast du auch noch einen anderen Beruf? Nee, habe ich nicht. Ich bin halt nur Hausfrau. Einmal war das so, da lag ich im Krankenhaus und da hatte mich jemand erkannt. Also meinte irgendwie, dass er mich kennen würde. Ach. Und da meinte ich ja vielleicht von der Stadt her mal vom Einkaufen gesehen oder so. Wahrscheinlich der Chefarzt, oder? nee, das war auch ein Patient. Aber auch ein Patient, ja. Und dann kam er, ich kenne dich von der Sexseite. Da dachte ich, oh Gott. Ja. Also, da habe ich gesagt, nee, kann nicht sein. Mhm. Und dann irgendwie im Krankenhaus gab es auch Computer und dann ist er da reingegangen, um mich da irgendwie zu suchen. Mhm. Da
Seite, aber hat er zum Glück nicht gefunden. Also aber deswegen habe ich auch irgendwie Angst, dass meine Eltern das rauskriegen. Ich wollte gerade sagen, die Gefahr besteht natürlich, genau, dass man dich erkennt. Weil ja auch mein Gesicht zu sehen ist. So, und jetzt rufst du hier auch noch ganz frei und frank und frei hier im Fernsehen bei uns im WDR an. Und erzählst du es auch noch mit dem Namen Sandra, ist die Gefahr ja schon groß, dass deine nähere Umgebung das vielleicht dann doch mal rauskriegt. Ja, das stimmt. Ich wollte halt mal mit jemandem drüber sprechen. Ja, was weil ich habe so halt keinen zum Sprechen. Ja, aber dein Freund. Ja, der hört mir nicht so ganz zu. So. Das wäre dann wieder eine andere Thematik. Genau, der sagt, ja, komm. Wie würden denn deine Eltern darauf reagieren, wenn sie das wüssten? Oh. Also ich glaube nicht gut. Ich glaube, die würden erstmal einen Schock kriegen fürs Leben. Ja. Wobei es ja noch ein großer Unterschied ist zu dem, wenn du als Hure arbeiten würdest. Ja. Ne? Das ist ja nun doch ein ganz klarer. Ja, natürlich. Also die Männer können mich ja nicht anfassen oder ja, sonstiges. Also ja. Kann vor ich wem, halt nur sehen. Ja. Vor wem hast du denn noch Angst, dass er es erfahren könnte? Also die Eltern jetzt mal, gibt es noch nähere Freunde oder vielleicht aus der Familie noch jemanden? Ja, sehr viele Bekannte kenne ich. Sehr viele Bekannte. Also Freunde, ja. Kollegen, ja, die es nicht wissen. Und du bist auch nicht willens oder irgendwie in der Planung, dass du den Eltern das sagst? Nee. Du gehst das Risiko ein? Genau. Mhm. Gut, dann musst du natürlich damit rechnen, dass es irgendwann auflegt. Kann natürlich sehr gut gehen, kann gut gehen, weil es immer mehr Anbieter, glaube ich, gibt, ne, wie du auch sagst. Ja. Oder Anbieterinnen. Aber wie der Zufall so spielt, Stichwort Krankenhaus. Ja, genau. Mhm. Ja, das war irgendwie in Hamm Raum, war ich im Krankenhaus und habe mich halt jemand erkannt, obwohl ich gar nicht in Hamm wohne. Ja. Da lag ich halt nur im Krankenhaus. Ist das denn jetzt für dich so ein Ding, dass du sagst, das mache ich jetzt, das finde ich ganz okay, aber noch weiter gehe ich nicht. Also andere Dinge im Sexbereich werde ich nicht machen. Oder wäre es durchaus möglich, auch noch irgendwie... Nee, mehr würde ich nicht machen. Ja, ja. Gerade weil ich auch ein Kind habe, nee. Eben, ich wollte gerade sagen, das musst du natürlich auch bedenken. Noch ist die Kleine klein, die ist 2 Jahre alt. Aber irgendwann geht das auch nicht mehr. Nicht, dass das Kind darunter leidet oder das Kind irgendwie... Ja, Gottes Willen. Ne? Also ich habe auch gesagt, höchstens 1 Jahr noch und dann höre ich damit auf. Ja. Da wollen wir mal hoffen, dass Mama und Papa schlafen und jetzt nicht zugehört haben. Nee, Domian, gucken sie eigentlich nicht. Ja. Und, leider. Und irgendwelche Bekannten dich jetzt auch nicht erkannt haben. Ich meine, wenn das für dich ein Job ist, der für dich okay ist, wenn du das mit deinem Freund abgeklärt hast, dann ist es ja eigentlich auch okay. Aber du musst das Risiko dann eben alleine tragen. Ne? Ja. Und die Gefahr. Du kannst mich ja gerne mal anschauen. Ich habe meine Adresse durchgegeben. Aber die sagst du bitte jetzt nicht, ne? Nee, um Gottes Willen. Ja, also die ist aufgeschrieben bei meinen Kollegen. Dann würde ich gerne mal reingucken. Und ich kann mich da auch kenntlich machen. Ne? Ich sage, ich bin's jetzt. Obwohl, das ist ja noch nicht bewiesen, dass ich dann auch bin. Ich habe jetzt nicht ganz verstanden. Egal, ich guck mal rein. Ich werde mal reingucken. Okay. Also Sandra, hoffentlich hat niemand zugehört, ne? Ja. Während du uns jetzt dein süßes Geheimnis ausgeplaudert hast. Und hoffen wir, dass es gut geht. Ja, könnte ich wohl noch ein Autogramm kriegen? Ja, Christo, du legst auf, wir rufen gleich nochmal an wegen der Anschrift. Okay, alles klar. Danke, tschüss. Manuela, 32 Jahre alt. Ich grüße dich. Ja, hallo Domian. Hallo Manuela. Also erstmal muss ich ja sagen, ich bin total aufgeregt. Heute sind alle aufgeregt, Mann. Ja, ich habe es auch schon ewig versucht und jetzt bin ich endlich mal durch. Und ja, dann wäre ich auch aufgeregt. Ist halt eben doch was anderes. Was ich mal fragen wollte, kann ich mal was zu der einen von gestern sagen, die von ihrem Freund geschlagen wird? Ja. Und zwar habe ich das 5 Jahre lang durchgemacht. Ich habe 5 Jahre meines Lebens verschwendet und ich kann ihr nur den Rat geben, dass sie so schnell wie möglich von ihm weggeht. Aber sie hatte so Angst. Ja, ich weiß, ich hatte auch Angst, nur mit dem Unterschied, bei mir haben noch Kinder mitgespielt, sie ist ohne alles. Was sagst du als Frau, die das selbst erlebt hat, so etwas? Was sagst du den Mädels und Frauen, die ihr zuhören, in einer Situation sind, dass sie von ihrem Typ geschlagen werden, fast wie eine Sklavin gehalten werden? Was sagst du denen, was sie gegen ihre Angst tun sollen? Die sagen, ich habe Angst, den zu verlassen. Was antwortest du? Wie gesagt, bei mir ging es genauso, nur mit dem Unterschied, ich stand dann auch absolut alleine da, hatte auch nie Freunde und habe dann angefangen zu arbeiten und habe mir da auch Freundschaften aufgebaut. Und wie ich die im Hinterhalt hatte, dass die gesagt haben, Mensch, hier, wie sieht's aus, wenn du den loswerden willst, wir stehen hinter dir, wir helfen dir. Da bin ich dann beigegangen, kurz vor Weihnachten, und habe gesagt, hier, pass auf, das war's, pack deine Sachen und geh. Also, er ist einfach gegangen. Es war so ein bisschen vorbereitet von deiner Seite aus. Ja. Das Ganze. War das der Grund deines Anrufes?
Nein, mein Grund war eigentlich, dass ich tierische Probleme in meiner Ehe habe. Nur ich wollte das halt eben jetzt... Ja, finde ich auch gut, ja. Ne? Ja. Weil, wie gesagt, ich habe 5 Jahre meines kostbaren Lebens verschenkt. Aber jetzt hast du Probleme in deiner Ehe. Genau. Wie lange bist du verheiratet? Ich bin jetzt knapp 3 Jahre verheiratet, 5 Jahre mit ihm zusammen. Ja. War vorher mit ihm aber schon mal zusammen, als Teenie. Da war ich gerade 15, das war meine erste große Liebe. Ja. Ja, und... Was macht die Probleme jetzt aus? Ja, er ist so kühl geworden. Er ist absolut eiskalt. Es kommt keine Zuwendung mehr, keine Zuneigung. Wir unternehmen nichts mit der Familie. Wir leben hier quasi wie in einer WG. Ich habe gesagt, es fehlt eigentlich nur noch ein Brett zwischen unserem Bett. Keine Zärtlichkeiten? Kaum. Kein Sex? Doch, aber sehr selten. Und wenn, dann auch nur so... ohne Gefühl. Die schnelle Nummer, ne? Drübersteigen, fertig, umdrehen. Wie lange läuft das jetzt schon so? Kalt? Ja, das fing so kurz nach der Geburt meines Sohnes an. Das heißt, ungefähr. Ist er 3 Jahre verheiratet? Vor wann? Vor einem Jahr, 2 Jahre? Mein Sohn ist, also wir haben geheiratet, da war er ein halbes Jahr. Mein Sohn ist jetzt 3. Also war es von Anfang an so? Nee, ich bin 5 Jahre mit ihm zusammen, 1,5 Jahre ging es gut. Na gut, aber während der Ehe. Während der Ehe, also genau. Im Prinzip die ganze Ehezeit ist nicht doll. Genau. Mhm. Wie erklärst du dir das? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn zum Beispiel, irgendwann habe ich ihn zum Beispiel auch mal gefragt, warum er mit mir so selten schläft. Mhm. Da hat er gesagt, ich soll mir da keine Gedanken drum machen, es liegt nicht an mir, aber bei anderen hätte er das Problem nicht gehabt. Ja, da fühle ich mich doch so, als wenn es doch an mir liegt. Toller Spruch. Ja. Toller Spruch. Genau. Und weiter hat das nicht erklärt, was bis heute nicht. Nö. Warum hast du nicht mehr insistiert und hast gesagt, hier komm, ich will das wissen, es ist wichtig für mich. Ich habe gebohrt, aber er ist absolut stur. Da kommt man nicht gegen an, wenn er nicht will, dann will er nicht. Liebst du ihn noch? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ja, weil bei mir ist es so, also wir waren letztes Jahr im Dezember ja eigentlich schon fast davor, uns scheiden zu lassen. Ja. Und dann haben wir aber gesagt, wir ziehen das Ding jetzt noch bis nach Weihnachten durch, schon allein wegen den Kindern. Ja, und irgendwie hat er sich aber in der Zeit so gravierend geändert und zusammengerappelt, dass wir das dann noch weiter probiert haben. Ja, und jetzt geht alles wieder im Bach runter. Ja, was heißt denn zusammengerappelt? Und hat er sich da bemüht? Wurde er da ein bisschen offener und wärmer und zärtlicher? Ja, zumindest vor allen Dingen dieses, er mault sehr viel mit mir rum. Hier gibt es kein Liebeswort mehr in diesem Haushalt. Aber es gibt keine Gewalt? Nein. Nein, das nicht. Nein, mich packt nie wieder einer an. Ja. Was hast du denn für ein Gefühl, was er für dich noch fühlt? Ich weiß es nicht. Sagt er auch nicht. Teilweise denke ich, er liebt mich, weil wenn wir hier zum Beispiel mal eine Feier haben und er was getrunken haben und er dann gute Laune dabei hat, dann erzählt das ja auch, dass er mich halt eben gerne hat und dass er was Besseres wie mich gar nicht kriegen kann. Aber eben nur, wenn eine Feier mal ist und wenn er besoffen ist. Genau, und dann auch nicht immer. Meistens sagt es im Streit aus. Hältst du es für möglich, dass er eine Freundin hat? Nein, auf gar keinen Fall. Das hat er gar nicht die Gelegenheit zu. Oder dass er sich irgendwo anders schnell einen Sex holt? Nein, glaube ich nicht. Also auf jeden Fall ist irgendetwas richtig... Also was mich sehr gekränkt hat, dass ich ihn mal eines Tages beim Selbermachen erwischt habe. Und das war wie ein Stoß ins Herz, ne? Ja. Also wenn er jetzt so mit mir öfter schlafen würde, dann könnte ich das ja verstehen, dann wäre mir das auch egal, aber auch nicht okay. Unter diesen... Ja. Also das ist eigentlich ein klassischer Fall, so wie du ihn beschreibst, Manuela, für eine Eheberatung. Klassischer geht's fast gar nicht mehr. Da ist Sprachlosigkeit zwischen den Eheleuten, da ist irgendwie Kälte, irgendwie meint man sich zu lieben, aber es hängt ganz viel in der Luft, was unausgesprochen ist. Ja, das Problem ist ja, ich will immer reden und gehe auch auf ihn zu. Und er will es nicht. Er lässt mich einfach sitzen. Mhm. Hast du ihm das denn schon mal vorgeschlagen, zu einer Eheberatung zu gehen? Da macht er gar nicht erst mit. Wird er gar nicht mitmachen? Mhm. Dann würde ich dir vorschlagen, Manuela, dass du alleine hingehst. Dass du alleine zu einem, ihm das auch sagst. Du sagst, pass auf, ich bin sehr unzufrieden mit allem.
wir haben Kinder, wir haben Verantwortung. Ich finde, dass wir in unserem Leben etwas verändern sollen. Mhm. Ich habe schon genug meines Lebens verschwendet. Das hast du gerade gesagt. Ich möchte den Fehler nicht noch wieder machen. Genau. Und wenn etwas uns beide verbindet, dann haben wir beide die verdammte Pflicht, alles zu tun dafür, dass wir das retten. Mhm. Und wenn du nicht mitkommst, dann bleibst du hier. Ich gehe alleine hin und lass mich beraten und wir gucken dann weiter. Mhm. So würde ich mit ihm reden. So würde ich mit ihm reden. Und wenn du dahin gehst, kommt schon etwas in die Gänge. Da hast du einen Gegenüber, mit dem kannst du darüber reden und so weiter. Also, du tust auf jeden Fall etwas. Vielleicht ist er ja einsichtig und sagt nach einer gewissen Zeit, okay, ich komme mal mit. Mir liegt auch an der Ehe. Hm. Ja, meine Eltern haben ja auch schon gesagt, also so wie es jetzt bei uns abläuft, geht es nicht mehr weiter, ne? Weil er hat jetzt einen Monat lang Nachtschicht. Ja. Ich sitze hier mit den Kindern, bin immer in Gange, dass die ruhig sind. Mhm. Was mich natürlich absolut auspowert, weil mein Sohn ist jetzt 3. Wie soll ich einen 3-jährigen Sohn ruhig halten, damit er schlafen kann? Und es ist ja nicht damit abgetan, dass er dann meinetwegen um 3 aufsteht. Ja. Nein, er schläft teilweise bis um 20 Uhr und muss um 9 zur Arbeit. Der zieht sich nur noch an, macht seine Brote und weg ist er. Ne? Ja. Und ja, vielleicht rennt er auch vor der Situation weg, vor der Problematik der Ehe weg. Und das kommt ihm jetzt zurecht, die Nachtschicht. Nee, das war eigentlich schon immer so. Ja. Weil er ist die arme Sau, die nachts arbeiten muss und dann braucht er halt eben am Tag seinen Schlaf. Ja. Nur ich sage mir mal, ich habe rein theoretisch, ich bin nur Hausfrau, aber ich habe, wenn man es so nimmt, einen 24-Stunden-Job. Mhm. Mein Sohn wacht öfter nachts aus und ich habe teilweise noch nicht mal 8 Stunden. Er schläft über 12 Stunden, das kann es irgendwo nicht sein. Ja. So, Manuela, jetzt werden wir dich mal versorgen mit einer Telefonnummer von der nächsten Eheberatungsstelle in deiner Gegend. Mhm. Das heißt, du legst auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Okay. Und ich schlage vor, dass du das so durchziehst. Mhm. Du hast ja schon eine Menge durchgemacht. Es geht jetzt wirklich um Lebensqualität und die solltest du dir wirklich sichern und dafür kämpfen. Mhm. Alles Gute. Okay, alles klar. Tschüss. Und tolle Sendung, mach weiter so. Dankeschön, Manuela. Jo. Tschüss. Tschüss. Die Marlene ist hier, die ist 64. Ja, Domian, ich habe auch etwas ganz Exklusives. Ja? Ich habe schon seit 12 Jahren einen Poltergeist in meinem Schrank. Nein. Der mich jede Nacht stört. Ja, seit 12 Jahren? Ist wirklich zum Lachen. Ist wirklich zum Lachen, aber ich bin mittlerweile mit den Nerven natürlich runter. Kann ohne Schlaftabletten überhaupt nicht mehr ins Bett gehen. Du entschuldigst, wenn ich erstmal ein bisschen lache, weil es klingt eher witzig. Aber du wirst es mir erklären. Seit 12 Jahren ein Poltergeist im Schrank. Im Kleiderschrank. Im Kleiderschrank. Im Schlafzimmer. Im Schlafzimmer. Wie macht der sich bemerkbar? Der macht sich bemerkbar durch Poltern. Indem er, Bretter angehoben werden oder da wird irgendwie getrampelt im Schrank. Jede Nacht? Ja, fast jede Nacht. Also sehr oft. Das heißt, du liegst in deinem Bett? Willst einschlafen? Ich liege in meinem Bett und schlafe ein. Meistens bin ich schon eingeschlafen. Ja. Dann auf einmal geht das da Bums in dem Schrank los. Und das hältst du seit 12 Jahren aus? Ja, ich habe da vor 10 Jahren oder vor 8 oder vor 9 Jahren, ich weiß nicht so genau, mal mit einem Esoteriker drüber gesprochen. Ja. Der hat gesagt, es könnte sein, dass ein Geist dort im Schrank sei. Und ich solle doch mal in einem sehr netten Ton einfach mal vor dem Schrank mich stellen und sagen, er sollte das doch bitte unterlassen, das würde mich stören und so weiter. Sagt er, das könnte eventuell sein, dass das ist. Ja. Hat allerdings nicht geholfen. Ja. Überhaupt nicht. Es geht weiter. Was? Jetzt ist aber Folgendes passiert. Anfang dieses Jahres bin ich nachts erschrocken aufgestanden, mal wieder, oder aus dem Bett gesprungen, sonst bleibe ich im Bett liegen, versuche kaum zu atmen, ganz flache Atmung und rühre mich nicht vor Angst. Wie lange dauert das Poltern nachts immer? Ach, das dauert manchmal 10 Minuten, manchmal eine Viertelstunde. Da frage ich mich natürlich, wieso du nicht schon längst diesen Schrank weggegeben hast. Ja, das hat mir dein Mitarbeiter auch schon gesagt. Aber ich habe jetzt in einem anderen Schrank den Poltergeist. Ach. Ich habe 2 Schränke. Ja, pass mal auf, nee, es ist Folgendes passiert. Ich bin dann nachts wütend aufgestanden und habe gegen den Schrank geschlagen, richtig laut geschlagen. Mhm. Und dann bin ich nach einer Stunde, bis ich mich dann wieder abgeregt habe, wieder ins Bett gegangen, nehme mir dann nie wieder eine Schlaftablette, weil der mich ja nur zur Schlaftablette getrieben hat. Ja. Und dann habe ich nichts mehr gehört, als ich an diese Türe. Das habe ich jetzt einen ganzen Monat gemacht und immer gegen diese Türe. Und da war nichts. Das heißt, du hast und ihn versteckt. Und weißt du, seitdem glaube ich nämlich, dass es wirklich ein Poltergeist ist. Bis dahin habe ich ja noch geglaubt.
es sei vielleicht tatsächlich so irgendwie ein Knarren im Schrank oder... Ja, aber 12 Jahre kann sich immer knarren jede Nacht im Schrank. Nee, das kann er nicht. Nee. Also, das heißt, seitdem du das richtig kräftig dagegen geschlagen hast, ist der Geist verschreckt und er ist still. Seitdem habe ich nichts mehr gehört. Nach einem Monat habe ich das Schlagen aufgehört. Ja. Und da, du wirst das nicht glauben, da ist er morgens um 6 Uhr angefangen. Ja. Aber nicht mehr in dem Schrank, sondern in dem Schrank, der daneben steht. Ja, wirklich. Hast du den Schrank denn mal aufgemacht und hast geguckt, während es darin... Da ist nichts drin. Da ist nichts drin. Wenn er dann geklopft hat, hast du mal aufgehört? Nee, das tue ich nicht. Das traust du dich nicht? Nein. Ja. Also da muss ich dann, dass ich überhaupt den Mut gefasst habe, gegen den Schrank zu klopfen. Irremutig. Lebst du alleine? Ja. Ja, aber ich sag's nochmal, wenn man das 12 Jahre aushält, müsstest du eigentlich ein Nervenbündel sein. Ja, müsste ich eigentlich. Aber du bist ja noch recht tapfer. Starke Nerven. Ja, ich mag schon. Ich muss allerdings sagen, schlafen kann ich ohne Tabletten seit der Zeit nicht mehr. Also die Lösung wäre vielleicht nicht diesen einen Schrank, sondern du solltest alle Schränke aus deinem Schlafzimmer entfernen. Ja, wenn ich wüsste, dass das helfen würde. Aber jetzt hat er sich ja in den anderen Schrank verzogen. Also der kann auch Schrankjumping machen, ne? Der kann von einem Schrank in den anderen springen. Ja. Offensichtlich. Und er poltert nur nachts. Er poltert nur nachts. Ja, nur ich höre es ja nur nachts. Mhm. Ich höre es nur nachts. Ich möchte mal wissen, ob es auch noch andere Menschen sind, die sowas erleben. Bestimmt. Ich finde das ganz furchtbar. Das verdirbt mir mein ganzes Leben, weißt du das? Wenn du aber mal auf Reisen bist. Da habe ich das nicht. Hast du es nicht. Das ist nur in deiner Wohnung. Nur in meinem Schlafzimmer. Nur in dem Schlafzimmer. Und wenn du mal im Wohnzimmer schläfst oder so, ist Ruhe. Ich schlafe jeden Mittag im Wohnzimmer, weil ich gar nicht dahin gehen will. Mhm. Ich will ja nur, nachts muss ich ja da rein. Aber ich muss noch mal sagen, Respekt, dass du das 12 Jahre aushältst. Ja, was soll ich denn machen? Naja, gut, aber vielleicht liegt es an der Wohnung, vielleicht liegt es an den Schränken. Aber du hast alle Möglichkeiten durchgeht, dass da eine Katze drin ist, oder? Ich bin ja froh, dass mir das mit dem Klopfen eingefallen ist, dass ich da so laut gegengeklopft habe und dann Ruhe hatte. Aber wie mutig, da liegt man nachts alleine im Bett. Ich habe ja 12 Jahre fast das Atmen vergessen. Ja, ich stelle mir das gerade vor, dunkles Zimmer, man liegt alleine im Bett. Plötzlich fängt es im Kleiderschrank an zu rappeln und zu poltern. Ja. Dann im Dunkeln aufzustehen... Und den Mut zu haben, gegen den Schrank zu schlagen. Ja, das habe ich nach 12 Jahren gemacht. Ist schon eine dolle Leistung. Ja, mich schon 12 Jahre habe ich ja schon mit dem Geist gelebt. Da habe ich jetzt ja schon nicht mehr solche Angst vor. Nur ich erschrecke mich ja immer noch. Was mag denn das für ein Geist sein? Weil es so laut ist. Was treibt den? Ja, das weiß ich auch nicht. Was der mit mir hat. Ich finde, dann soll er sich doch zu erkennen geben. Ja. Vielleicht habe ich ja gar nicht solche Angst vor ihm. Ja. Er hat mir ja eigentlich noch nie was getan. Er poltert nur. Der poltert. Vielleicht ist in dem, wohnst du im Altbau? Nein, Neubau. Neubau. Naja, vielleicht ist da auf ein richtig schönes, kompaktes Haus. Auf dem Grund und Boden vielleicht vor Jahrtausende mal irgendwas passiert. So ist das ja immer in den Filmen. Ja, also damals dieser Esoteriker hat gesagt, es könnte sein, dass da ein Geist wäre, der halt keine Ruhe kriegte und nicht dorthin ginge, wo hinkäme. Ja. Oder man ihn nicht ließe, dort wo andere hingegen verstorben sind. Ja, so sagt man dann immer. Ja, ja, sowas, da habe ich natürlich nichts. Ich glaube erst an diesen Geist, seit er nicht mehr klopft. Ja. Als ich geklopft habe und er aufgehört hat, seitdem glaube ich ja daran. Aber Marlene, das ist ja noch nicht lange her, dass du dagegen geklopft hast. Nein, das ist jetzt Anfang diesen Jahres so gewesen. Das heißt, 11 Jahre hast du immer noch für Möglichkeiten, dass es irgendeinen nachvollziehbaren Grund hat. Ich habe immer noch gedacht, vielleicht ist ja doch nur ein Knarren im Schrank oder dass der Schrank nicht feststeht. Ja, aber ich habe da elf immer Jahre so am Tag so gerappelt, ob der vielleicht ein bisschen wackelig ist, aber der steht wie eine 1. Das würde ich ja ein paar Mal denken, aber nicht 11 Jahre. Nun gut, du bist willens weiter dort wohnen zu bleiben, es ist dein Haus. Und auch, bist du da? Ja. Und auch in dem Zimmer weiter zu schlafen? Ja. Das heißt, du gibst dich mit dem Geist ab? Ich habe mich da schon lange mit abgefunden. Ja. Nur ich habe ja immer eigentlich auch gar nicht dran geglaubt, dass es ein Geist ist. Erst jetzt, seit er auf mein Klopfen reagiert Also ich hat. Glaube, jetzt haben wir wieder eine Lawine losgetreten. Ich bin sicher, dass wir nächste Woche eine ganze Menge Anrufe zu diesem Thema bekommen. Ja.
Das heißt, du solltest mal ab und zu reinschalten bei uns. Ja. Vielleicht gibt es da ein paar pfiffige Hinweise. Ja. Ja, da bin ich mal gespannt. Also ihr Lieben, falls ihr auch gebeutelt sein solltet von Geistern oder Poltergeistern, nächste Woche Montag und Dienstag, optimale Möglichkeit, es hier zu erzählen und der Marlene vielleicht einen Tipp zu geben, wie man ihn loskriegen könnte. Okay? Marlene, alles Gute, ich muss Schluss machen. Ja gut. Tschüss. Ich wünsche dir alles Gute. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für diese Woche. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinem Team, bei Uli Krapp, Wolfram Spikowski, Marco Rössler, Pamela Koppay, Heinrich Stanzig, Nikolas Schelzig und Elke Büchter. Unser Thema nächste Woche Mittwoch, das heißt Geschichten rund um den Bauch. Ja, und am Montag oder Dienstag würde ich ganz gerne mit euch über Poltergeister unter anderem reden. Ich wünsche ein schönes Wochenende und sage dann bis zur Nacht Montag auf Dienstag. Bis dahin, tschüss.